mein Name ist Lieselotte Wolsig. Ich bin Gästeführerin der Stadt Bensheim, mache das schon über 20 Jahre und ich bin eine echte Kernbürgerin. Hier auf diesem Platz, wo wir heute stehen, ist es unser Bürgerwehrplatz mit unserem Bürgerwehrbrunnen im Hintergrund. Dieser Platz sah in früheren Zeiten ganz anders aus. Hier waren einmal zwei Häuser gestanden und eine Scheune. 1866 bei einem Brand zerstört. Nach dem Brand wollte man nicht mehr, dass hier die Stadt noch bebaut wird, denn an der Ecke zur Mittelbrücke stand auch noch der gewaltige Mittelbrückenturm. Das war hier sehr eng und sehr dunkel. Man wollte Licht, Sonne hier in die Stadt hereinbringen. 1934 kam unser Herr Stoll, unser Heimatdichter, er war auch Rektor der Gewerbeschule hier in Bensheim, auf die Idee, unsere alte Brunnensäule, die 1871 an unserem Marktplatz bei einem Erdbeben umgestürzt war und als Kandelaber unten bei uns im Hindenburgpark stand, heute Bonner Platz, ein neues Brunnenbecken zu schaffen und diese wunderschöne klassizistische Säule hinter mir hierher zu schaffen. Ein achtbeckiges Brunnenbecken dazu und Wasserläufer obendrauf. Und wir haben ein wunderschönes Idyll hier mitten in der Stadt, umgeben von wunderschönen Fachwerkhäusern und im Hintergrund heute unser Bürgerbüro, die alte Faktorei. Faktorieren heißt nichts anderes als rechnen. Hier stand einmal der alte Rüttigheimer Hof. Die Mainzer Domherren haben den Hof übernommen und haben ein massives zweigeschossiges Prachtbau dahingestellt mit Ohrgewändern und Simsen. Er wurde 1874 aufgestockt und da haben wir jetzt oben ein Walmdach und mehrere Stockwerke obendrauf. Da kann man jetzt auch erkennen, oben über den Fenstern die Muschelkartuschen, die dazugefügt worden sind. Und im Inneren des Hauses wurden auch Metallsäulen aufgestellt. Das stammt alles von dem Umbau damals. Hier saß ein Domkapitular und sechs Dompropste und haben hier den Bensheimern das Geld herausgebracht. Faktorieren heißt nichts anderes als rechnen, Vorgänger unseres heutigen Finanzamtes. Nach der Säkularisierung hat die Stadt Bensheim das Haus hier übernommen, hatte eine Volksschule und eine Lateinschule untergebracht. Und deswegen ist oben über dem Torsturz in der Muschelkartusche der heilige Aloysius abgebildet. In unseren Annalen steht geschrieben, dass da auch einmal eine Justitia und ein Bartholomäus da drin gestanden hätte. Der Schutzpatron Aloysius ist der Schutzpatron der Schüler und Studierenden. Während des Zweiten Weltkriegs war hier die Polizeistation untergebracht. Deswegen haben wir hier an der Seite unseren Stolperstein von Rainer Negrelli. 1995 ist diese Plastik hier aufgestellt worden. Leider ist es schade, dass dieses Piktogramm in den Boden eingelassen wurde und viele Besucher hier wissen gar nicht, was diese Klinkerplastik bedeutet. Sie ist eine Erinnerung an die Deportation und die vielen Morden während des Dritten Reiches. Dieses wunderschöne Fachwerkhaus hier zu meiner linken Seite, die Bäckerei Joost, wird zur damaligen Zeit das Gasthaus zum Löwen genannt und es ist auch später aufgestockt worden. Es ist spätbarocker Fachwerk ist hier zu sehen und diese wunderschöne Eingangstür, die stammt aus dem 18. Jahrhundert. Gegenüber von unserer Faktorei haben wir wunderschönes Fachwerk. Erbaut wurde dieses erste Haus von einer Familie Eisenlöffel. Sie waren Schultheiße. 1560 haben wir einen Grenzstein gefunden, der zeigt zwei gekreuzte Löffel, die von der Familie Eisenlöffel, das Wappen stammt daher. Nach dem Niederlegen unseres gewaltigen Torturms hier an der Mittelbrücke hat man am Eingang der Erbacher Straße ein neues Haus geschaffen und so bildet dieses ganze Ensemble hier bis zur Erbacher Straße hin ein einheitliches Bild.
Ja, wir haben jetzt den Abschluss hier an unserem wunderschönen Bürgerwehrplatz und begeben uns dann später noch zum Wambolder Hof. Es wäre schön, wenn Sie auch die anderen Videos von Bensheim anschauen würden. Bis bald!